Mein Name ist Vladislav Feller, ich bin in der Schulungsabteilung der Firma Physiomed. Und hier stehen wir jetzt an der digitalen Wand, an unserer D-Wall. Der Patient positioniert sich in dem Fall auf der Kraftmessplatte. Wenn wir jetzt hier auf den Schnellstart gehen, kann man genau sehen, wie die Kamera reagiert und die Marker im Grunde innerhalb von 5 Sekunden die Hauptgelenke erfassen. An der Wand sehen wir hier die Gleichgewichtskontrolle. Diese Gleichgewichtskontrolle funktioniert über die Kraftmessplatte. Das heißt, wenn der Proband jetzt eine Kniebeuge ausführen würde, mach mal bitte, ne, sehen wir genau, wie das Gleichgewicht in dem Fall umgesetzt wird bzw. dargestellt wird. Ne, hier oben haben wir die Rumpfkontrolle, die natürlich über die Frontkamera erfasst wird und dementsprechend uns ein Feedback darüber gibt, ob der Patient in dem Fall die Übung ordnungsgemäß ausführt oder ob wir irgendwelche Einschränkungen feststellen können.